Ja, liebe Freunde, ich bin hier im Edeka Simmel in Limbach-Oberfrohna und ich habe die Schnauze einfach gestrichen voll von dieser Vielfaltsgeschichte, von der Instrumentalisierung der Politik. Ich habe jetzt einen Einkaufswagen voll gemacht. Der sieht so aus. Mir tut es ja leid für die Mitarbeiter, die den dann wieder ausräumen müssen. Aber anders scheinen sie es nicht zu lernen. Sie sollen sich einfach aus der Politik raushalten. In dem Sinne, einen schönen Tag allen. Solche Videos sieht man derzeit vermehrt in den sozialen Medien. Und ja, die Kameraden sind wieder enttäuscht, empört, ganz, ganz aufgeregt. Und Grund oder Schuld, besser gesagt, Schuld daran hat Edeka. Was hat Edeka denn gemacht? Der Unternehmensverband mit 3.700 Kaufleuten hat es gewagt, eine Kampagne zu starten. Die gab es in der Zeit und in der FAZ, warum bei Edeka Blau nicht zur Wahl steht. Und da drin stehen dann solche Sätze: In der Obst- und Gemüseabteilung herrsche bunte Vielfalt, doch blaue Lebensmittel seien ein Warnhinweis der Natur. Die Evolution hat uns gelehrt, Blau ist keine gute Wahl. Und wo wir bei Wahlen sind, nicht nur bei Obst und Gemüse ist Blau der natürliche Feind gesunder Vielfalt. In Deutschland sind die Blauen schon heute die größte Bedrohung einer vielfältigen Gesellschaft. Und dann folgt ein direkter Bezug zu den anstehenden Wahlen. Lasst uns also zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im September die Warnhinweise richtig lesen und für ein verträgliches Miteinander sorgen. Denn wir lieben Vielfalt. Oh, und nach diesem Statement, da hat es richtig Schnappatmung gegeben bei den Kameraden. Gegen Edeka wurde eine Strafanzeige gestellt. Ganz, ganz dumme Menschen machen sowas hier. Boykott Edeka, kauft nicht bei Edeka. Werbung wurde herausgekramt, in denen Edeka blaue Heidelbeeren bewirbt. Es wurde sich lustig gemacht darüber, dass Edeka ja selbst ein blaues E im Firmenzeichen hat. Und dann wurden noch schlechte Bewertungen rausgesucht, bei denen Edeka wirklich nicht gut abschneidet. Auch die NS-Zeit wurde herausgekramt, da hat Edeka auch keine rühmliche Rolle gespielt, muss man ja mal klar sagen. Allerdings haben sie halt dazugelernt und erkannt, dass die AfD einfach eine Partei ist, die Deutschland in jeglicher Hinsicht schaden würde. Also, um es kurz zusammenzufassen, die Fühlis der Kameraden wurden ganz, ganz dolle verletzt und sie fühlen sich jetzt ausgegrenzt, bevormundet. Und sowieso, was erlaubt sich das Unternehmen Edeka in Politik einzumischen? Die haben da gar nichts zu sagen. Vielfalt ist für sie ein Hasswort und jedes Unternehmen, das sich an einer AfD-Kampagne oder einer gegen die AfD-Kampagne beteiligt, den wird alles Schlechte der Welt gewünscht. Schwere wirtschaftliche Turbulenzen, wie es Herr Höcke letztens sagte. Und diese ganz, ganz bösen Unternehmen, die sich gegen die AfD positionieren, die sollen gefälligst ihre Klappe halten. Oder ihren Mund halten, sich aus der Politik raushalten. Auch das sagte Herr Höcke letztens bei einer Wahlkampfveranstaltung. Und warum sollte eigentlich die Meinungsfreiheit nicht zählen für Edeka? Schauen wir mal rein bei der AfD ins Wahlprogramm für Thüringen. Die Thüringer AfD verteidigt die Meinungsfreiheit mit aller Entschlossenheit. Die Freiheit, seine Meinung jederzeit ungehindert und ohne Sorge vor Repressionen jedweder Art äußern zu dürfen. Ja. Und darum gibt es die ganzen Boykottaufrufe derzeit gegen Edeka. Diese Meinungsfreiheit scheint allerdings nur für die AfD zu gelten. Wenn Unternehmen, Personen sich gegen die AfD positionieren, ja dann haben sie gefälligst die Klappe zu halten und sowieso keine Ahnung von jedem und allem. Der Hoffmann von der AfD, das ist übrigens der Typ, auf den Weidel reingefallen ist mit ihren gefakten Statement von Faeser, der schwadroniert hier von einem Edeka-Bürgerkrieg. Ja, ihr AfD hat kaputte Leute und ein paar Marktleiter in Deutschland haben sich ebenfalls gegen diese Anti-AfD-Kampagne von Edeka gestellt. Die sind damit nicht einverstanden. Reichelt labert was von Umerziehung im Supermarkt und das Ganze wegen einer Anzeige in zwei Zeitungen, die Rechte eh nicht liest, weil Lügenmedien. Ja, langsam wird's eng für unsere Patrioten. Sie boykottieren ja mittlerweile alles. Alles, was mit Vielfalt und Wog zu tun hat. Und da sind eine ganze Menge Supermärkte dabei. Lidl, Aldi, Edeka, Rewe. Da bleibt nicht mehr viel über.
Ich finde die Aktion von Edeka super. Sollten viel, viel mehr Firmen in Deutschland machen, sich gegen die AfD öffentlich zu positionieren. Und was sind eigentlich die Rechten für Snowflakes? Immer gleich Mimimi, Verklagen, Boykottaufrufe, nur weil man nicht ihre Meinung vertritt. Und apropos Meinungsfreiheit, ich nehme jetzt die Freiheit heraus zu sagen, die AfD ist eine Scheißpartei. So eine richtig widerwärtige, niederträchtige, unappetitliche Scheißpartei. Lebt damit, AfD-Freaks.